Rapperin, wurde in der Ukraine geboren, ging aber vor 18 Jahren nach Deutschland, in unsere Stadt Chemnitz. Nun hat sie hier zwei Kinder und eine Familie. Sie lebt bis heute sehr glücklich hier. Ihre Tochter, meine Großtante, 1982 aus der DDR in die BRD. Ich bin froh, dass sie in ihrer neuen Heimat freundlich aufgenommen wurden und willkommen waren. Verschiedensten Ecken und Kanten dieser Erde. Alle waren friedlich und freundlich. Das fand ich cool. Yeah.
großer Bruder, der holt nachts Asylsuchende vom Bahnhof ab und bringt sie an einen sicheren Ort, wo sie erstmal schlafen können. Meine Eltern kamen unter schlechten Bedingungen hierher. Sie hatten es schwer und fühlten sich sehr fremd. Aber durch mich, mit meiner Geburt, sind sie mittlerweile hier in Deutschland angekommen. Mein Opa hat den 5. März 1945 in Chemnitz selbst erlebt. Er war damals 4 Jahre alt und saß im Luftschutzkeller. Diese Erinnerungen haben ihn bis heute nicht losgelassen. Ich kann es verstehen, dass Menschen vor Krieg in ihrem Heimatland flüchten. Wir sollten ihnen helfen. We
Im Geografie- und Geschichtsunterricht in der Schule lerne ich gerade, dass Menschen, Tiere und Pflanzen, ja alle Lebewesen, bereits seit Tausenden von Jahren auf unserer Erde auf Wanderschaft sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der solche Migrationen leichter werden. Sky.